Montagmorgen, die Sonne geht gerade auf, wir fahren zum Kahleberg. Am Wochenende war die Sperrmülltür und wir haben Sperrmüll geholt und somit erstmal herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Neue Baustelle in Freiburg, und zwar sind hier Hecke geschnitten worden, alles liegen gelassen und jetzt wird jemand gesucht, wo es entsorgt. Ich habe schon mal angefangen mit Lager. Gibt es auf jeden Fall. Eventuell zwei. Mal schauen. Aber laden wir mal. Dahinter sitzt noch wirklich. Also mit dem her kommt schon ein bisschen was zusammen. Ah. Bin dran. So, wie ihr seht, die Ecke ist schon mal ein bisschen geräumt. Bin schon dreimal hochgeklettert zum Runter. Habe extra ja gut Mittagessen, dass da genug Gewicht da ist zum Dabben. Jetzt schauen wir, dass wir das noch an, hier, dass das noch ein bisschen runterkommt, dass wir das Netz drüber können machen. Hier noch ein bisschen die Kleinigkeit zusammen. Und dann habe ich vor, nächstes Mal hier hinten bündig zu fahren an die Bettungwand, damit ich dann alles, was hier oben ist, aufladen kann. Muss man noch genau schauen. Eventuell wird es auf zwei Hänger nicht ganz Platz haben. Mal schauen. Puh. Auf jeden Fall sehr, sehr dornig das Zeug. Paket ist gepackt. Netz plus Spanngurt. Und dann geht's heim zu uns. Oder besser gesagt, zum Günschendorf. So. Warum fange ich immer mit so an? Keine Ahnung. Nur ein bisschen schade. Und zwar beenden wir das Video jetzt schon. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, sehr kurz heute. Das liegt nicht daran, dass ich zu wenig Arbeit habe oder so, sondern das liegt viel mehr daran, dass ich vor lauter Arbeit nicht zum Filmen komme. Und jetzt ist Freitag, heute ist mein Geburtstag, das heißt, heute ist wirklich mal ein Tag frei. Ein Kollege von mir hat glücklicherweise die Grünschnitttour für mich übernommen, damit ich heute in Ruhe auch ein bisschen feiern kann. Morgen hat er noch meine Frau Geburtstag und dann machen wir da auch einen gemütlichen Tag. Und deswegen gibt es diese Woche einfach weniger zu sehen. Was ich jetzt aber prinzipiell auch nicht schlecht finde. Von dem her. Warum gab es das nicht? Weil schon wieder das Telefon klingelt hat. Die nächste Kunde angerufen habe. Gerade das Thema Rasenmähe ist gerade ein Riesenthema. Auch Rasenmähe regelmäßig. Das ist jetzt etwas, was man mit anbietet. Also wir haben eigentlich jeden Montag habe ich voll mit Privatkunde, Geschäftskunde zum Rasenmähen. So wie es aussieht, reicht der Montag jetzt schon nicht mehr aus, dass immer Montag, Dienstag Rasenmähen wird. Im nächsten Video will ich es euch auf jeden Fall mal mitnehmen. Das ist ein festes Ziel für nächste Woche mal, euch die ganze Baustelle mitzunehmen. Kurz, Start, Ende. Jetzt bei der Arbeit kann ich es euch natürlich nicht zeigen, aber dann zumindest das Anfangsergebnis, Endergebnis, dass ihr einfach ein bisschen was mitbekommt. Und wie gesagt, ich würde mich freuen über Daumen und wenn ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet. Und bis dann. Ciao.